Hey Leute, was geht ab zu einem, ja gut, was soll ich sagen, Fortnite-Video, ja? Season 5 hat gerade begonnen, ich habe das Update gerade fertig gemacht und will einfach mal so ein Video machen, ne? Meine erste Reaktion auf die Season 5, ne? Ich habe noch keinen Trailer oder so angeschaut, ich weiß wirklich gar nichts, nur das Intro, das vielleicht schon wegen dem, also Star Wars Mando, ne? Das freut mich zu sehen. Leute, keine Angst, ich werde nicht so viel Fortnite bringen, ne? Du müsst euch keine Sorgen machen. Weil Fortnite ist echt nicht meins, ne? Ich war ja gestern nur da und so. Also, weil so was Besonderes, Live-Event oder so, ne? Oder neue Season, ne? Da mache ich vielleicht mal einen Abschnitt zum Video, ne? Wir schauen auf jeden Fall mal gleich den Battle Pass durch. Spielen dann sogar vielleicht eine Runde. Müssen wir mal schauen, ne? Und ja, ne? Aber viel mehr Fortnite wird auch nicht mehr kommen. Bin gespannt. Jetzt erst mit dem Trailer, den habe ich auch noch nicht angeschaut. Ich bin gespannt. Sie haben es geschafft. Wir leben noch. Ja, aber der Nullpunkt ist ungeschützt. Sie müssen da rein. Ach, kommen Sie. Wir wollen doch keinen weiteren Schnappschuss von mir in der Schleife. Nein, wir wollen nicht, dass jemand der Schleife entkommt. Gehen Sie da rein und biegen Sie das hin. Verstanden, Ma'am. Schon dabei. Und wir Sieben dürfen davon nichts mitkriegen. Joan, sind Sie da? Gut. Ich muss den Nullpunkt stabilisieren, die Brücke versiegeln und keinen entkommen lassen. Klingt doch leicht. Okay. Finde die besten Jäger aller Realitäten. Signaturen trianguliert und ausgerichtet. Ausführung. Das muss klappen. Fortnite Season 5 Nullpunkt. Niemand entkommt der Schleife, wenn ich es verhindern kann. Ich habe die fähigsten Jäger aller Realitäten zusammengesucht und mit den Besten habe ich angefangen. Für Mando musste ich eine Menge Kredits hinblättern, aber naja, das ist der Weg. Der Plan? Pures Chaos. Und niemand wird besser dafür sorgen als Sie. Menace, der beste Gladiator überhaupt. Ernsthaft, der Typ ist unbesiegt. Mancake, der Pfannkuchen aus der Pfanne des Zorns. Und Maeve, weißt schon, nur eine gestaltwandelnde Barbarenkriegerin. Bei der Erkundung der Insel müssen sie Rechnungen begleichen und Kopfgelder abschließen, während wir uns auf die nächste Phase vorbereiten. Und wir fangen gerade erst an. Oh Mann, du. Verlier keine Zeit. Jetzt wird gejagt. Halt's wieder. Ah. 12 € im Monat, wahrscheinlich. Ne, wir holen ihn erstmal nicht, vielleicht hole ich ihn irgendwann, aber ich muss mal schauen. Mando auf der ersten Seite, oh Gott, ich will den so gern haben, ne? Ja, also, hier. Ja, gut. Hier ein paar Aufgaben. Der Item-Shop, um was zu schauen. Ich habe 190 V-Bucks, ey. 7 Burger. Zum Warten, ne? Ja. Battle Pass, ja, also ihr seht, ne? Nichts Besonderes, was ist das hier? Also, ja, das ist geil. So, was habe ich hier noch? Hier habe ich nichts, ne? Ach, wow. Also Leute, wir schauen mal hier den Battle Pass durch. Also auf dem Battle Pass, Stufe 1, haben wir den Mandalorianer, oder wie, keine Ahnung, ey. Schlimm, mein Gott, hier. Der aus Star Wars, ne? Mandalorian. Der Mando. Ich schaue die Serie. Oh Mann, Alter, ich liebe es. Ne? Auf jeden Fall 10 von 10.
Ey, Mann, ich drück die ganze falsche Taste. Aber hier verschiedene Stufen hat er nicht, ne? Die Musik. Ja, klingt ganz episch, muss ich sagen. Ich bin wirklich ein Star Wars. Hier den Banner-Symbol von Mando. 100 V-Bucks. Die Reise. Ein Spray. Ah, vom Baby Yoda. Und Mando. Boah, sieht echt nice aus hier. Die erste Seite ist so Star Wars, ne? Das Kind. Oh, wie süß. Und der Hängleiter, ne? Ist ein Hängleiter? Das weiß ich gar nicht. Man sieht man das überhaupt? Ah, hier. Ja, ist ein Hängleiter. Okay. Kurse 9 Seite. Haben hier eine Tarnung. Na, ah, ne. Nicht so meins. Hier wieder ein Ladebildschirm. Rücken als zwar. Kann man den drehen? Kann man den drehen? Weiß das jemand von euch? Ey, ich raste den Hummel aus. Fail. Dann können wir leider nicht drehen. Hey, wo bin ich denn auf Weg? Ey! Nicht wegen Bildfallstufe und das nicht sehen. Mein Gott. Bisschen verwirrend. Okay, ha, nochmal. Die Rücken als zwar. Wieder 100 Battle Pass. 100 V-Bucks, Mensch. Emoji. Das ist ja episch. Ist auch episch. Okay. Hyperraum. Ah, ist auch von Star Wars, ne? Das sieht auch nicht schlecht aus. Ja. Ah, ja, eigentlich geht's klar. Ne? Hä? Das ist nochmal jetzt gerade, okay. Remote, Boombox. Ja, das ist ganz nice. Spray, also Spray interessiert mich jetzt nicht so, ne? Geile Spitzhacke, ja. Sieht wirklich nice aus. Wieder 100 V-Bucks. Hängleiter. Ich weiß nicht, wie man die Scheiße dreht hier. Ne, dann so nicht. Wie dreht man das? Ich weiß nicht. Also drehen. Schwierig. Ich weiß nicht, wo ich jetzt schon wieder bin. Ja, kurz der kleine Ballersymbol. Was ist das hier? Das okay, ein Stil. Weil der sieht nice aus, das drin. Eine Tarnung. Mit. Oh mein Gott. Oh Gott, das sieht geil aus. Hier die Spurs. Emoji. So, Emoji-Icon. Ne, die. Oh, einfach Pfannkuchen drauf. 100 Baubucks. Und hier. Ja, es sieht echt nice aus. Das sieht echt nice aus. Hier ein Hängleiter. Und mit Pfannkuchen. Emoji. Ein Emote. Ah, ich habe aus dem Trailer. Wie geil. Ein Goldsack. Ladebildschirm. 100 V-Bucks und der ein Stil auch, ne? Ja. Ein bisschen schneller hier, Leute. Spitzhacke. Tarnung, Wildherz. V-Bucks. Maeve. So eine Königin kann man sagen. Ja, geht auf jeden Fall klar. Hier ein Rücken hast zwar ein Schild. Sieht auch ganz okay aus. Boah, ist das ein Hängleiter? Hängeschleife, boah, ja, sieht ja richtig geil aus. Sieht nice aus, ja. Eine Spitzhacke sieht auch mega nice aus. Wie ein Stil hier. Reaktive Harati. Nochmal ein Stil, unaufhaltsam. Eine Spitzhacke, noch eine Spitzhacke. Sieht echt nice aus. Der Battlepass gefällt mir sogar eigentlich. Aber was ist das? Stil, wieder Stil, okay. Und noch ein Stil, wie viele Stile gibt es denn von der? Eine Spitzhacke und den Hängleiter. Also. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Banner-Symbol, V-Bucks, Spray und noch ein Skin. Boah, Condor. Ja, das ist einer der krassesten. Für mich bleibt aber auch noch der Mando der krasseste. Ne? Rücken-Accessoire, auch nicht schlecht. Ganz okay. Ja, Icon, Spitzhacke. Das sind irgendwie immer alle gleich aus, mit dem Gefühl.
Keine Ahnung, jetzt ziemlich jetzt auch nicht so. Rache. Gedanken. Hä, das sieht jetzt anders aus, oder? Ja, moin. Und sie? Hängekleider? Ja. Zielflug? Oh Gott, wie hässlich. Lexa! Ein Anime? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Was ist das denn? Ein scheiß Anime-Charakter! Wie hässlich, bitte? Also Epic Games, das ist nicht euer Ernst, oder? Was zum Teufel? Ey, ich will den nicht. Oh mein Gott. Ja, das sieht nice aus. Helmkleider. Emote, Jagdprotokoll. Boah. Ich kann den auch verändern. Was mit dem hier? Der mich irgendwie an COD. Mit Maske? Das sieht schon einiges besser aus. Nein, ich will nicht unter der beste Kind. Ey! Jungs! Also. Mit Maske, ne? Der ist ein Battle Pass, der macht mich. Dumm! Ey, das Kind. So Leute, probier's. Also der Skin mit Maske dann. Was ist das? Ernsthaft Werkzeug, boah. Ja, ein Stil. Der sieht echt mega aus. Was ist das? Da auf dem Kopf tun oder was? Okay. Wow, mein Gott, Alter. 100 Level, 100 Skin, Leute. Das Kind. Hä? Was ist das für ein Level 100 Skin? Sieht man den nicht, ne? Den sieht man nicht. Den sieht man irgendwie nicht, Leute. Ganz cringe. Also, wisst ihr das mal? Da ist kein Unterschied. Guckt euch, warte. Hey, geht's weiter oder was? Was ist das hier? Flammen. Hilfe. In dieser egal. Ja. Okay, Leute, würde ich sagen, ich gehe mal kurz in einer Solo-Runde und schau mal kurz die Karte an noch. So, Leute, sind wir hier drin. Warte auf weitere Spieler. Das ist mir auch neu. Wer hätte noch mal schauen soll, ey. Was Neues. Okay, die Karte. Was ist das denn? BTF. Jungs, was ist das? Die Karte sieht da mega anders aus. Jetzt haben wir drei neue Punkte. Wir haben jetzt wieder ein Schneegebiet, wie wir jetzt Winter hier ist, ne? Ich gehe mal ins Schneegebiet. Das ist Tilted Towers Haus, wie man den Trailer gesehen hat, ja. Das ist ja. Das ist eine Mischung, kann man sagen, aus Salty Springs und Tilted Towers. Weil da ist die Tankstelle, da ist Haus, hier ist das Häuser. Ich hab mich los. Das ist wirklich wie bei Tilted Towers. Ja. Ja, Leute, also das, Digga. Das war's dann, die Leute. Das, was dann hier kommt. Ich bin noch eine Runde, bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt in der zweiten Runde. Ich hoffe, die Leute auf jeden Fall mal besser. Der Ort war nicht schlecht, ne? Aber schauen wir uns mal den an. Sieht aus wie eine Festung oder so. Sieht interessant aus, oder? Ja. Weil in die Mitte, ne? Sieht irgendwie. Leute, seid ehrlich, sieht von oben aus wie eine Wüste irgendwie, ne? Ist das wirklich Schnee? Ja, von der Karte sieht auf jeden Fall wie Schnee aus, aber irgendwie. Ich weiß nicht, von oben sieht es auf jeden Fall aus wie eine Wüste. Und hier unten sieht es aus. Auch wie eine Wüste jetzt. Oder? Was würdet ihr sagen, was das ist? Eine Wüste? Ja, das ist eine Wüste für mich, bin ich ehrlich. Jungs, das ist so eine Wüste hier. Können wir mir sagen. Ey, das ist wirklich weird. Ey, da war gerade Mandalorian. Musik. Ah, oh, das ist Arena, ja.
Auch von Trailer. Hol ich hier überhaupt Loot? Oh mein Gott, die AK zurück, Leute. Ah, der ist natürlich zum Bauen direkt, ne? Ja, der ist natürlich voll mit. Oh mein Gott, die Taktik ist wieder drin. Jungs! Da ist jemand. Mando! Oh, hab ich dich. Denkst du, hab ich nicht gesehen? Er hat mir auf jeden Fall einen guten Hit gedrückt, ne? Muss ich ihm lassen. Was ist das denn? Ach, Gold? Ja, moin. Was ist das denn? Interesting. Über uns ist noch eine Kiste hier. Da ist jemand. Boah, Shieldbreak. Habe ich ihn. Perfekt, Leute. Also auf jeden Fall mal ein bisschen besser. Die andere Runde. Da ist jemand. Uff, Digga, mein Aim. Okay. Das ist nicht mein Aim, Leute. Das kann ich schon sagen. Das ist mein. Das ist die Waffe. Dass er über uns ist? Da ist jemand. Oh! Guckt euch den an. Guckt euch den an. Was ist das? Was ist das? Lass mich in Ruhe. Hey. Ich hab anscheinend eine neue Waffe, Leute. Neue Shotgun. Ich probier mich gleich direkt aus. Freut mich, dass ich. Ja. Ey, Leute! Ich wusste nicht, dass sie nur eine scheiß Einshot hat. Das ist echt ein Rotz-Shotgun, Leute, das soll ich euch sagen. Naja, Leute, was soll ich sagen, ne? Ich hab schon wieder keinen Bock mehr vorne. Ja, Leute. Sympathisch. Ja, wie soll ich sagen, ne? Das war's dann von dem kleinen Video, Leute. Vom Fortnite-Video, ne? Die Cave, wenn du das hörst, ne? Komm nicht mehr vor, hoffe ich. Oder auf jeden Fall einen schönen Like dann, ne? Ja. Wenn's gut ankommt, dann kommt vielleicht ein bisschen mehr als Fortnite. Oh, jetzt bekommen wir ein gratis geschenkt, oder was? Ja. Okay. Also, Leute. Ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und noch viel Spaß im Fortnite Season 5. Ich bin erstmal raus von Season 5. Und ja, Peace. Bleibt gesund.